Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und im heutigen Xenoverse 2 Video dreht es sich wieder um DLC 6 oder auch Extra Pack 2 genannt und es gab wieder neue Informationen dazu. Ich habe wieder ein bisschen gewartet, bis ich mein Video gemacht habe, denn das Ganze ist ja letzte Woche schon veröffentlicht worden durch die Scans in der V-Jump, auch wieder hier. Einen ganz lieben Gruß an die Jungs von Shown Games, die das immer für uns übersetzen. Ich habe mir mal gedacht, ich warte noch ein wenig, ob während der Jumpfester, die ja gerade an diesem Wochenende gewesen ist, irgendwelche Neuigkeiten noch zu Licht kommen. Das war aber leider nicht so, das heißt, wir haben nur die Informationen aus dem Scan. Falls ihr mein erstes Video zu DLC 6 noch nicht gesehen habt, das packe ich euch in die Videobeschreibung. Dort gehe ich auf die ganzen Neuigkeiten, wie der bestätigte Jiren, wie Super Saiyan Blue für unsere Charaktere und ähnliches ein. Hier geht es um die zweiten Informationen. Und hier auch nochmal der Hinweis, weil diese Frage kommt immer wieder und ich muss mir ehrlich gestehen, ich glaube, manche können nicht lesen, denn viele fragen immer noch, ist das denn in dem Season Pass? Nein, ist es nicht. Wenn ihr den Season Pass kauft, Leute, liest doch, was ihr kauft. Da steht ganz eindeutig DLC 1 bis 4. DLC 5 oder Extra Pack 1 ist extra gewesen, DLC 6 oder Extra Pack 2 wird extra sein. Was ihr aber machen könnt, und das habe ich zum Beispiel gemacht, wenn ihr DLC 5 kauft, was ja 9,99 kostet, könnt ihr es für 15 Euro kaufen und dann habt ihr DLC 6 auch gleich mit dabei, wenn es rauskommt. Und gleich das Erste, wir wissen immer noch nicht, wann es rauskommt. Es kommt 2018 und ich habe schon mal gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, dass es irgendwann Februar rauskommen, nachdem Dragon Ball FighterZ released wurde, um nochmal eben ein bisschen den Fokus auf Xenoverse 2 zu setzen. Und was wir jetzt bekommen haben, ist was richtig Cooles, denn wir haben den ersten Blick von Fu. Und nicht irgendein Fu, sondern ein erwachsenen Fu. Und viele haben sich gedacht, ja, ist das wirklich Fu? In dem Skin steht mehr oder weniger, wer ist das? Ein mysteriöser Charakter taucht in Canton City auf. Aber wenn wir uns das kleine Bild von Fu als Baby anschauen, mit den spitzen Ohren, den roten Augen, diese lilane Farbe, und dann diesen jungen Mann mit einer richtig schönen Katana, wobei das nicht wirklich eine Katana, das ist mehr so ein Ninja-Schwert, wie Sasuke ihn auch hat. Wenn wir uns die beiden da anschauen, ist es definitiv Fu. Also, der Sohn von Mira und Towa tauchend auf in Xenoverse und ich bin ganz ehrlich, ich glaube DLC 6 wird was ganz Besonderes sein, denn es wird die Brücke zwischen Xenoverse 2 und Xenoverse 3 sehr wahrscheinlich schlagen. Denn, bisschen Spoiler hier für Xenoverse 2, falls ihr die Story noch nicht durchgespielt habt, ja, euer Pech, solltet ihr gemacht haben, nein, aber ich muss darauf eingehen. Am Ende von Xenoverse 2 sterben die beiden ja, aber Rhymestyle hatte auch so eine Theorie schon mal zu Trage oder zu irgendwie bekannt gegeben, in der er gesagt hat, ja, aber die hatten ja dieses Zeitei von dem Vogel aus Canton City und sehr wahrscheinlich entstand Fu daraus. In Dragon Ball Online ist das Ganze ganz anders passiert, aber wir sind hier in Xenoverse, wo die Story ein bisschen anders abläuft. Auf jeden Fall, er wird kommen und er ist auch ein spielbarer Charakter. Der hat einen eigenen Battlestyle, der hat eigene Moves und man sieht ein bisschen was davon in dem Scan und das sieht sehr, sehr cool aus und ich gehe davon aus, irgendwann so Januar werden wir noch weitere Informationen dazu bekommen. Das ist aber noch nicht alles gewesen, denn es gab noch viel mehr. Zum einen wird es Presets geben, die ihr ändern könnt für die bestehenden Charaktere. Das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, dass ihr euren Charakteren in der Hinsicht auf Goku, Vegeta und ähnliche Charaktere, also nicht euer eigenen erstellten Charakter, den könnt ihr als Partner mitnehmen und ihr könnt sein Skillset anpassen, ihr könnt seine Kleidungsstücke anpassen und ähnliches. Wie das genau funktionieren wird, ähnlich wie bei den Custom Characters, was wir alles aussuchen können, und das sieht sehr cool aus und es ist eine richtig coole Sache. Zudem gibt es noch Special Gear, zum Beispiel hat Mr. Satan oder auch Herkules diesen Outfit aus einem der Filler-Episoden aus Dragon Ball Super, wo er selber ein Super Saiyajin ist. Oder auch Journey to the West, den Anzug von dem sehr bekannten Buch aus dem, woraus Dragon Ball ein bisschen entstanden ist, die Geschichte mehr oder weniger. Das ist zum Beispiel für Son Goku da. Das ist aber auch noch nicht alles, denn es gab noch eine andere Sache, die richtig cool ist, von der aber wir noch nicht wirklich wissen, was es genau bedeutet. Es wird Ultimate Supers geben, die zu zweit ausgeführt werden. In dem Scan sehen wir, wie der Custom Character mit Goku zeitgleich einen Super Kamehameha abfeuert. Jetzt natürlich die Frage, werden das neue Super sein? Heißt, dass man zum Beispiel als ultimative Attacke ausrüstet doppelte Kamehameha, wo Goku und man selber dann das abschießt? Oder wird es so sein, dass man mit einer bestimmten Tasteneingabe dafür sorgen kann, dass der Partner, den man mitgenommen hat, in die Story Quest oder in die Parallel Quest dann zeitgleich mit uns seinen Ulti abfeuern wird?
Aber das glaube ich nicht. Das wird schon ein bisschen was anderes sein müssen, weil die sind ja meistens nicht auf den gleichen Gegnern anvisiert wie wir. Die sind meistens auch ein bisschen dämlich und machen sowieso, was sie wollen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was es da für Kombinationen geben wird. Im Großen und Ganzen wissen wir also mittlerweile, Jiren ist mit am Start, Fu ist mit am Start, Park Ranger 17 ist mit am Start. Wir wissen, dass Goku mit einer neuen Form kommt und auch in den Kommentaren in meinem letzten Video waren viele, ja, vielleicht ist es die Super Saiyan Blue Kaioken 20 Form. Nein, Leute, ist es nicht, weil die ist schon im Spiel. Das ist eine der Variationen von Super Saiyan Blue. Der hat den Kaioken und den kann er aktivieren als Super Saiyan Blue, also Kaioken und auch den Times 20. Heißt, das ist schon da. Es wird Ultra Instinct Goku sein. Andere haben zum Beispiel geschrieben, ja, was ist, wenn es die Fake Super Saiyan Form ist aus dem Slug Movie? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist überhaupt keine Fake Super Saiyan Form. Das ist die Super Saiyan Form, nur dass es einen Animationsfehler bei Toei gab und dass er nicht wirklich wie ein Super Saiyan aussah. Also es ist dann noch so aus der Zeit, wo es kein Internet gab und viele Leute das nicht mehr so wirklich mitbekommen haben. Das heißt, es wird Ultra Instinct Goku geben, 100% auch mit DLC 6, das heißt, es sind richtig coole Charaktere. Super Saiyan Blue für den eigenen Charakter sowieso genial und ich bin gespannt, ob sie noch weitere Sachen noch veröffentlichen, die sie bereits zu DLC 6 rausbringen, wie zum Beispiel andere Formen auch für andere Rassen. Denn ich gehe ganz stark davon aus, dass diese Extra Packs und DLC 6 muss nicht unbedingt der letzte sein, ein bisschen Vorbereitung sein werden auf Xenoverse 3, damit sie dann mit Xenoverse 3 ein richtig geiles, rundes Package bringen mit all den Wünschen, die wir hatten, denn man muss ihnen ganz ehrlich gestehen, sie gehen schon auf unsere Wünsche ein. Wir wollten Super Saiyan 4, sie haben zumindest die Klamotten reingebracht. Ja, der Affenschwanz hat sich nicht bewegt, aber naja, sie haben es probiert. Wir wollten Super Saiyan Blue, das kommt jetzt. Wir wollten mehr Transformation, das haben sie damals auch gemacht. Das heißt, es entwickelt sich langsam und ich bin sehr gespannt, was wir noch bekannt gegeben bekommen, bis dann halt der DLC-Pack rauskommt. Wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, was es sein wird. Ich gehe ganz stark von Februar aus. Das soll es jedenfalls gewesen sein und ich frage natürlich euch, wie ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, Fu sieht cool aus, freut ihr euch darauf, dass immer wieder so ein komplett eigenständiger Charakter zu Xenoverse kommt? Oder sagt ihr, na, ist mir egal, sobald Fighters raus ist, werde ich Xenoverse sowieso nicht mehr anfassen. Ich persönlich werde beide Spiele weiterhin zocken. Ich bin gerade wirklich in Xenoverse wieder reingekommen, habe im Kyo Colosseum viel Spaß, habe auch in Online-Fights viel Spaß, freue mich aber ein bisschen mehr auf Dragon Ball Fighters, aber mal schauen, wie das wird. Ihr könnt euch natürlich wie gewohnt gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Xenoverse 2 Playlist anschauen, mir auch einen Daumen nach oben da lassen, falls euch das Video gefallen hat und mich selbstverständlich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.